Wenn man darüber reflektiert, wie sich die Welt noch vor etwa einem Jahr gestaltete, nach der Ermordung Gaddafis und der Warnungen der Büso über die Kriegszuspitzungen, die das Potenzial haben, sich in einem thermonuklearen Krieg zu entladen, stockt einem in Anbetracht der heutigen Situation der Atem. Ob es sich um die sehr angespannte Lage zwischen Syrien und der Türkei handelt oder zwischen Japan und China, in Pakistan, zwischen Israel und Iran, im Libanon, Sudan oder Mali. Fast täglich wird diese Kriegsdynamik weiter angeheizt, wobei jede dieser Entwicklungen für sich das Potenzial in sich birgt, letztendlich eine weltweite Kettenreaktion auszulösen. Mein Name ist Kascha Kutschkowski und hier ist die Welt ohne Filter. Immer wieder warnt Russland davor, dass es die Einkreisung durch die geplante Ausweitung der US-Raketenabwehrsystems nicht dulden werde. In diesem Kontext sollte man auch die größten Testreihen des russischen Nukleararsenals seit dem Fall der Sowjetunion in der vergangenen Woche betrachten. Es ist eine klare Warnung an diejenigen, die sich immer noch in der Mentalität des Kalten Krieges befinden und eine Konfrontation heraufbeschwören wollen, um ihre Machtposition in einem untergehenden Finanzsystem zu festigen. Interessanterweise dämmert jedoch immer mehr US-Strategen, was uns allen bevorsteht, wenn es nicht zu einer radikalen Umlenkung des derzeitigen Kurses kommen sollte. Unter diesen ist zum Beispiel der ehemalige Sicherheitsberater unter US-Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski, dem damals wichtigsten Antreiber der amerikanischen Afghanistan-Strategie gegen die Sowjets. Am Dienstag warnte Brzezinski in einer Talkshow vehement vor der Bewaffnung der syrischen Rebellen und der Verstrickung in einem regionalen Krieg in Syrien. Dabei ging er auch auf die große Gefahr eines Flächenbrandes in der gesamten Region ein, sprach darüber, wie ein Land nach dem anderen destabilisiert würde und forderte eine Zusammenarbeit mit Russland und China, um eine Lösung herbeizuführen. Nach 10 Jahren Afghanistan, nach dem Chaos im Irak, sollten wir lieber ruhig und nüchtern darüber nachdenken. Es ist ein sehr emotionales Thema, weil menschliches Leiden dabei eine große Rolle spielt. Aber jemand muss mir schon aufzeigen, wie dieses Problem durch uns gelöst werden soll, wenn wir einerseits die Opposition bewaffnen, andererseits aber die volle Involvierung ausschließen wollen. Und die Region explodiert. Lassen Sie uns sehen, ob wir es nicht zusammen mit der internationalen Gemeinschaft hinbekommen. Ich denke, man kann die Russen und die Chinesen dabei noch nicht ausschließen. Wir können uns nicht wirklich auf den Rat der Franzosen und der Briten verlassen, denn sie sind schließlich die Architekten dieses Chaos, das gerade dabei ist, zusammenzubrechen. Ähnlich rational reagierte der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Harald Kujat auf Kanzlerin Merkels Ankündigung, Deutschland an einer europäischen Ausbildungs- und Logistikmission in Mali zu beteiligen. In der Mittwochsausgabe der Leipziger Volkszeitung warnte Kujat vor diesem Abenteuer und sagte klar und deutlich, es sei eine Illusion zu glauben, man könnte in Mali unbewaffnet Soldaten ausbilden. Außerdem betonte Kujat, dass man inzwischen begriffen haben müsste, dass wir nicht überall dorthin laufen können, wo wir die Taliban am Werke sehen. Eines ist ganz klar. Das gesamte Paradigma der letzten Jahrzehnte, ob es sich um die Wirtschafts- und Finanzpolitik handelt, die auf Konfrontation gerichtete Außenpolitik, die Euro-Rettung, die Spardoktrin oder die Umweltpolitik. Die all dem zugrunde liegende Ideologie der Märkte und der Globalisierung um jeden Preis ist gescheitert und droht, die gesamte Menschheit mit sich in den Abgrund zu ziehen. Die Kombination aus radikaler Sparpolitik und Gelddruckerei führte Europa schon einmal in eine Katastrophe. Heute sitzen wir wieder auf einem sozialen Pulverfass, das den Frieden auch direkt in Europa bedroht. Durch die radikalen Kürzungen der Staatshaushalte, die die Troika verlangt, gibt es nach Griechenland nun auch in Spanien und Portugal große Engpässe bei vielen Medikamenten. Bei Protesten in Portugal sprachen Apotheker bereits von kollektiver Euthanasie. Gleichzeitig verlangt die Troika jedoch weitere brutale Kürzungen im Gesundheitswesen. Bei etwa 13 Millionen Spaniern, die mittlerweile in Armut leben, steigender Arbeitslosigkeit in ganz Europa und einer bevorstehenden Nahrungsmittelkrise weltweit,
entpuppen sich die magischen Lehrformeln über die Fortschritte bei der Bekämpfung der Krise, die Medien und Politiker immer wieder herunterbeten, als völlig irrelevant. Der Widerstand wächst zwar gegen diese von Eurokraten diktierte Austeritätspolitik, jedoch wirkungsvoll und effizient wird diese erst, wenn ihm eine vernünftige Alternative zugrunde liegt, die im gemeinsamen Interesse aller Länder ist. Der erste Schritt ist die Einführung des Trennbankensystems. Und der zweite ist ein groß angelegtes Entwicklungsprogramm im realwirtschaftlichen Sinne. Für beides hat die BÜSO die Vorlage geschaffen, konkrete Projekte zusammengestellt und mit Freunden in anderen Ländern auf internationaler Ebene verbreitet. Die Frage ist, ob Deutschland sich aus dem kleinkarierten Denkkasten befreien kann, in dem uns die Medien und Politiker festhalten wollen. Vielleicht kann Island helfen, den Blick zu weiten. Am 24. Oktober brachte die Abgeordnete Inga Dottir im isländischen Parlament nach einer einstündigen Debatte erneut ihre Resolution für die Einführung der Glass-Steagall-Bankentrennung mit 16 Co-Sponsoren ein. Die Resolution fordert das isländische Finanzministerium auf, Richtlinien für eine volle Bankentrennung vorzubereiten, sodass diese am 1. Februar 2013 in Kraft treten kann. Die Abstimmung wird für Ende November erwartet. Wie wäre es also, wenn die deutschen Abgeordneten sich ebenfalls an der Realität orientierten? Statt sich von einem Mario Draghi und dessen hyperinflationären Schaumschlägereien willig einseifen zu lassen, wäre eine Einladung an die isländischen Kollegen weit angebrachter. Es muss offensichtlich ein anderer Prozess in Gang gebracht werden. Dabei ist nicht entscheidend, was die anderen tun oder lassen. Es ist auch nicht entscheidend, was die da oben von sich geben. Wollen sie sich wirklich weiter diese Mülleimer aus Medien und Politik über ihren Kopf ausleeren lassen? Allein entscheidend, ob sich eine andere Politik als Alternative zum Kollaps und Kriegstreiberei etablieren lässt, ist, ob sie bereit sind, die Kräfte zu unterstützen, die alles daran setzen, diese andere Politik zu etablieren.